So, schönes 98er in den Hals. Es muss knallen. Also muss es da ordentlich reinlaufen. Saufen, genau. So, wenn wir getankt haben, müssen wir noch einkaufen gehen. Das heißt, wir brauchen unbedingt Nahrung, da wir so nichts mehr haben. So, und voller muss die Karre auch gar nicht sein, weil wir müssen damit eigentlich nur wieder nach Hause kommen. Moment, ich muss noch trinken. So. Ich bräuchte... Na komm, gib mir einfach alle Würstchen. Ist es denn ernst? On se kyllä helvetti lähinnä, kun nää ihmisetkin, kun ne ei tajua mistään mitään, kun jotkut kyllä minulla keskellä so, soittelua, niin kuin Jonni Joutava tai... Ich möchte jetzt auch noch Kaffee haben. Kyllä pistää vihaa, kun minunkin lyhyet yöunet aina keskeytetään. Dann Minä machen wir uns ein bisschen Kaffee. Ja, ja. Hör auf zu labern. Mein Gott, der labert mir viel zu viel, der Typ. So. Klappe zu. Geht nicht. Aha. Ich wollte gerade sagen, muss doch gehen. Hat doch vorher gepasst. Und eine Tüte sollte jetzt nicht unbedingt das Ladevolumen übersteigen, was dieses Fahrzeug hat. Naja. Sehr gut. Okay, ich weiß leider nicht, was dieser Boost-Knopf soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt nach Hause fahren, gemütlich. Die Taschen auspacken, uns einen Kaffee aufbrühen und erstmal darüber nachdenken, wie die Rallye überhaupt ablaufen wird für uns. Wird sie positiv laufen? Wird sie nicht so positiv laufen? Haben wir Probleme? Was könnten unsere Probleme sein? Ich denke mal, es gibt verschiedene Szenarien, die eintreten könnten. Möglichkeit 1 wäre Totalversagen, ersten paar Kurven gegen den Baum tot. Was ich in dem Moment schade finden würde, die anderen Szenarien wären mir gar nicht so bewusst. Ich merke aber gerade coole Lüftung. Die kann man so hochklappen und runterklappen, um die Position zu ändern. Ist ein schönes Auto. Ist einiges nachgerüstet worden, unter anderem das Radio wurde nachgerüstet. Ich denke auch nicht, dass die Motorhutze da vorne standardgemäß ist, falls doch, okay. Schade, dass das Auto immer noch so bestialisch anfängt zu schlängern. Also so zu schlendern. Das ist immer noch sehr, sehr schade. Dieses Auto könnte so viel Fahrspaß mit sich bringen und dann sowas. Naja. Boah, wenn man überlegt, dass wir schon fast 4 Stunden ungefähr unterwegs sind, ist schon heftig.
jetzt gleich fahren wir wieder fast komplett nach Osten. Glaube ich. Ah ne, ist die Temperatur. Ah, die Motortemperatur ist auf Low. Der kühlt sich also anscheinend sehr gut. Also ich glaube, bis das Auto hier irgendwie, huch, was war das, an Temperatur gewinnt, ist man schon fünfmal zu Hause angekommen. Also wir sind mal letztens an der Baustelle vorbeigefahren, da lag relativ viel Matsch. Und ich glaube, genau so ist das Fahrverhalten zu beschreiben in einem Mustang wie hier in diesem Auto. Ha, genau so. Scheiße. Lieber vorsichtig fahren als zweimal fahren, ne? Weil wenn wir jetzt sterben, müssen wir eh wieder von vorne anfangen. Beziehungsweise nicht von vorne anfangen, sondern müssen diesen Weg wieder fahren. Ich glaube, da kommt tatsächlich gerade der Zug. Wenn ich richtig gehört habe, kam da gerade der Zug. Das heißt, wir sind wieder knapp dem Tode entkommen. Okay, wir sind angeschnallt. Das hätte uns jetzt beim Zug nicht viel gebracht, aber immerhin. Ich weiß noch, wo wir den Kacksauger mal auf die Schienen gestellt haben, wie gigantisch hoch dieser Wagen geflogen ist. Das war unfassbar. So, ich möchte nochmal vielen herzlichen Dank aussprechen an jeden Einzelnen, der mal einen Blick in meinen Merch-Shop reinschmeißt, an jeden Einzelnen, der momentan Mitglied wird, an jeden Einzelnen, der jetzt schon Mitglied ist und natürlich auch an jeden Einzelnen, der ein Like da lässt und das Video kommentiert und vielleicht sogar noch abonniert, wenn er neu ist. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an euch alle. Das muss ja auch mal gesagt werden, ne? Ich habe jetzt gestern gesehen, dass, heute gesehen, dass der Stefan als erstes war er Unterstützer, als zweites wurde er Exklusivmitglied und nun ist er ein Elite-Mitglied und sichert sich somit einen festen Platz in Streams, wenn zum Beispiel dieses Jahr LS20 losgeht, sind die Elite-Mitglieder auf jeden Fall bevorzugt. Das heißt, ihr könnt damit rechnen, dass ihr auf jeden Fall ein Plätzchen bekommt, ohne dass ihr euch sorgen müsst. Oder so. So, Moment. Da ist Parken. Mein Gott, das war aber jetzt wieder eine schwierige Geburt. Im Mustang ist das ganz einfach. So, dann nehmen wir mal die Einkaufstüte raus. Gehen erstmal auspacken. Herrlich. Was soll das hier eigentlich? Die müssen wir nachher mal da wegbringen. Ach komm, machen wir jetzt. Sonst haben wir den Driss hier rumliegen. War ja leider nicht so, wie ich gedacht habe, dass es funktioniert. Leider. Wir machen uns ja jetzt gleich Kaffee, ne? Fällt mir gerade ein. Wir haben ja Kaffee gekauft.
ich wollte gerade sagen, Trick 17 mit Selbstüberlastung, Überlistung. Und dann habe ich gerade gedacht, so, ja, das ist bestimmt jetzt so, dass der Kaffee drinnen bleibt und die Würstchen eben nicht. Und bevor ich es ausgesprochen habe, liegen hier alle Würstchen schon gemütlich auf dem Boden rum und der Kaffee stand drinnen. Das ist doch der Witz überhaupt. Warum kann man verdammt nochmal nicht eine Tasche im Kühlschrank auspacken? Ich kann das doch auch in Wirklichkeit. Oder bin ich jetzt falsch? Ich meine, ich könnte mich auch vertun, wenn es nicht so ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich eine Tasche im Kühlschrank auspacken kann. Wenn der Kühlschrank mindestens genauso leer ist, habe ich gerade eine Wurst gegessen? Scheiße. Oh, Telefon. Ja, das kommt jetzt die Tage. Wir müssen ja auch gucken, dass wir die Kohle wieder ranschaffen. So. Ah, stopp. Mein Gott, das ist ja gruselig hier. So, wo ist unsere Kaffeekanne? Ist die eigentlich noch im, wo ist unsere Kaffeekanne? Hatten wir nicht eine dabei? Ach, die ist bestimmt noch im Boot. Ja, gehen wir die erst holen, bevor wir hier entleeren. Ich dachte, wir hätten die schon lange geholt gehabt, aber ich glaube, da habe ich mich getäuscht. Da liegt auch irgendwas. Das sieht aus wie unsere Mülltonne. Ich meine, ich bin froh, dass unsere Mülltonne wieder da ist, weil wer diesen Mega-Livestream beim letzten Mal noch gesehen hat, kann sich vielleicht entlegen daran erinnern, was mit unserer Mülltonne passiert ist. Ich denke, viele wissen es noch. Sie flog so ein bisschen umher. Also sie war pulverisiert. Wir haben sie eigentlich gar nicht mehr gesehen, wenn wir ehrlich sind. So, und ich glaube, unsere Kaffeesache war hier drin. Ja, genau, da ist sie doch. Herrlich. Ist ja nichts drin. Ist nur versifft ohne Ende. Jetzt müssen wir zweimal laufen. Ich bin aber überlegen, mir den Backpack-Mod runterzuladen, dass man mehrere Sachen tragen kann. Ist vielleicht besser, als immer eine Sache zu schleppen. Ist ja auch zeitintensiv, ne? So. Gut. Die Zeit vertreiben wir uns jetzt ganz kurz mit dem Pinkeln. Ich werde jetzt nicht ins Haus gehen und weiter pinkeln. Das heißt, wir werden zurücklaufen und uns noch unsere Tasse holen. So, und so werden wir auf jeden Fall unseren Stress dann gleich loswerden. Der ganze Tag um. Und wir haben noch nichts geschafft. Unfassbar. Hier bitte ja nicht. Ich meine, auf den Realismus hin ist das natürlich schön, dass die Dinger leuchten. Aber habt ihr hier jemals in My Summer kein Flugzeug gesehen? Ich meine, es wäre cool, wenn es Flugzeuge zum Fliegen geben würde. Ich meine, die Autos fahren sich schon schwammig. Wie werden dann wohl die Flugzeuge? Da ist unsere Kaffeekanne. Unsere Kaffeetasse. Mit der Aufschrift Coffee Time. Coffee Time. Herrlich. Das ist Kaffeetassenweitwurf. Und beim nächsten Mal nehmen wir die Tasse einfach mit. Und werfen die schon mal ein Stück weiter. Dann können wir zwei Gegenstände fast gleichzeitig nehmen, würde ich sagen. Oh fuck. Wenn die jetzt auf dem Haus gelandet ist, haben wir ein großes Problem. Dann haben wir nämlich keine Kaffeetasse. Boah, das gibt's doch gar nicht, Leute, oder? Ja, sie liegt auf dem Dach. Leck mich am Arsch. Wie viel Pech kann man eigentlich haben, Leute? Ist doch nicht möglich. Wahnsinn.
Ich denke mal, das reicht aus, oder? Vier, fünf, sechs. Leider kann man den Backofen nicht benutzen. So, in der Zeit, wo der Kaffee jetzt aufbrüht, langsam aber sicher. Ohne Filter, ohne alles, ist schon irgendwie eklig, aber was soll man tun, ne? Gehen wir unsere... Kaffeetasse retten. Schon lächerlich. Mann, 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 Leute, ich sag's euch. Traurig, aber wahr. Da haben wir tatsächlich geschafft, unsere Kaffeetasse bis ins Universum zu ballern. Herrlich. Kann man die mal spülen oder so? Geht das? Nö, nö. Nö. Okay. Hätte ja sein können, ne? Gut. Ich denke mal, der Kaffee läuft. Hoffe ich. Man steht auf Stufe 6. Was war das? Bestimmt wieder wütende Waschbären oder so. Nein, ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung. Aber stellt euch mal vor, es gibt noch Waschbären und sowas. So, was haltet ihr von unseren Rallye-Rädern? Also ich bin sehr zufrieden. Profil ist natürlich klasse. Auch das Design finde ich gut. Also es ist so typisch, schon so ein bisschen typisch Rallye. Nicht zu sportlich, eher so rustikal und stabil. Die EU Ropaiska. Herrlich. Ich freue mich drauf. Ich freue mich total auf die Rallye. Was natürlich praktisch wäre, wäre noch so ein Felgenbaum, den man an die Wand hängen könnte. Ich glaube, sowas habe ich schon mal als Mod gesehen. Manche Mods sind ja wirklich relativ vorteilhaft und relativ wichtig. Andere wiederum nicht, natürlich. Das steht natürlich in keiner Frage. Aber es wäre schon praktisch, so einen Mod zu haben. Hier oben, ich glaube, dann hängen die hier. Ich fände es praktisch. Ob es das gibt, weiß ich gar nicht mehr. Herrlich. So. Ich glaube, hier war alles aus. Ja. Schon kurios, was es wohl auch immer ist, was dieser Knopf bewirkt. Okay, das hört sich fertig an, oder?